Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge machen werden, ist, ich werde euch eine neue Angriffsstrategie zeigen. Aber bevor wir jetzt anfangen, boah, ich habe das schon so oft gesagt, aber bevor wir jetzt anfangen, war das X-Fizzy Thais? Ja, der wollte, glaube ich, auch besucht werden und Augustin aus meinem Clan, der wollte auch besucht werden. Und ich würde mal sagen, wir besuchen die auch direkt. Der Augustin ist Erster. Besuchen. Hatte ich den nicht mal schon mal besucht? Hatte ich ihn schon mal besucht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, in meinem alten Clan war er auch dabei und ist in den neuen rüber gewechselt. Ein großes Dankeschön an dich, Augustin. Ja, was kann man zu dieser Base sagen? Also die Minenwerfer, fällt mir direkt auf, stehen super. Da kann man nichts besser machen. An den Magiertürmen, der deckt zwei Lager ab. Der deckt auch zwei Lager ab und der deckt auch zwei Lager ab. Das ist super. Das Dunkle steht relativ weit außen, aber wenn du es nicht brauchst, ist ja auch egal. Boah, du hast schon die Bomben auf 5, ey. Ich habe die gerade mal auf 3 und eine auf 4. Der Barbarenkönig ist auf 3. Ja, sieht relativ gut aus. Ich glaube, du willst auch Max Out machen, ne? Nur die Magiertürme sind etwas niedrig, aber das ist ja egal. Wenn du dich nachher darum kümmerst, ist ja gut. Du machst gerade hier den Bogenschützenturm auf 9, hast alle Kanonen auf 9. Ja, kannst dir noch Zeit lassen. Aber das mit Mauern sieht schon mal sehr gut aus. Die Luftabwehren 5. 5. Es sieht auch gut aus, aber die stehen nicht perfekt im Dreieck. Da würde ich mir was Neues einfallen lassen. Zum Beispiel, ja. Ich kenne mich nicht so mit Trophy Bases aus, aber. Barbarenkönig und Luftabwehr. Nee, das ist genauso scheiße. Lass es einfach so. Ist schon gut. Bist schon Level 79, ist auch ein hohes Level für Rats Level 8. Top. So, jetzt besuchen wir den nächsten. X-Fizzy, Linksbums, da wollte ja besucht werden, glaube ich zumindest. Oder? War er das? Wollte er besucht werden? Black Monkey, na, gehen wir mal runter. Nein, dann bin ich auch, ja. Ja, er wollte besucht werden. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ich überhaupt einen YouTube-Kanal habe. Die meisten gucken sich ja nicht die Klarbeschreibung an. Aber da habe ich es drin geschrieben. So, was kann man zu dieser Base sagen? Anscheinend willst du dein dunkles Lager schützen. Sieht aus wie so ein Beyblade. Ja, die Minenwerfer stehen auch perfekt im Viereck. Die Luftabwehr perfekt im Dreieck. Die Magiertürme decken jeweils... Ja, der hier nicht so ganz. Direkt auch nur ein Lager ab. Der hat zwei... Ja... Was ich da... Das ist jetzt auch kacke. Den mit denen tauschen ist scheiße, da die beiden Bogenschützentürme dann nebeneinander stehen würden, das wäre nicht gut. Ja. Ja, was ich dir auf jeden Fall raten würde, ist, dass du die Mauer langsam so auf 7 machst. Ich habe den Fehler begangen, dass ich die nicht alle auf 7 gemacht habe. Alter, du hast schon die Kasernen alle auf 10, ne? Wo ist die vierte? Alle auf 10. Puh, geil. Ja, die Beste ist auch gut. So, ich würde mal sagen, ich erkläre euch erstmal die Angriffsstrategie. Und zwar mit der Angriffsstrategie BAM steht für Barbaren, Archers und Minions. Also, was man da machen sollte. Also, ich habe jetzt so gemacht: 73 Barbaren, 73 Bogenschützen und 37 Minions. Meine Minions sind erst auf 2. Aber ich grade die ja gerade auf 3 ab. Boah, wurde auch langsam mal Zeit. Ja, was machen wir dieser Taktik anreichen? Jetzt habe ich einen Knoten drin. Was man mit dieser Taktik erreichen sollte, ist, man setzt halt erst die Barbaren, um die Außengebäude kaputt zu machen. Danach setzt man die Bogenschützen, damit die so hinterhergehen. Also die Barbaren dienen als Tank, sodass sie den Schaden aus sich ziehen. Die Bogenschützen machen dann mehr Außengebäude kaputt. Und die Minions, die stürmen dann alles. Was man da mitnehmen sollte, sind am besten zwei Blitzzauber, damit man die Minenwerfer ausschalten kann, wegen Flächenschaden bei solchen Truppen ist sehr fatal. Und Wutzauber. Wutzauber sind einfach nur Premium und die sollte man immer mitnehmen. Und ich würde mal sagen, wir suchen uns auch direkt einen Gegner raus. Bis gleich. Wenn wir den mal probieren, ein Minenwerfer ist am Upgraden. Ich weiß nicht, die können auch ganz hart verscheißen bei dem Ding hier, ne? Egal, YOLO, wo greifen wir am besten an? Ich würde mal sagen, hier.
Erstmal ein Blitzzauber. Mal gucken, ob wir ihn ausnehmen können. Natürlich nicht. Noch ein Blitzzauber. Ein Minenwerfer ist schon mal weg. Und jetzt kommen die Barbaren. Oh, Multitouch wäre jetzt so geil. Ey, aber nein, man kann ja nicht alles haben, ne? Wir setzen jetzt alles hier. Die andere Seite interessiert mich nicht. Im Moment brauche ich Elixier. Ah, Mann, ey. Das am PC anzugreifen ist echt so behindert. Setzen wir da einen Wutzauber. Oh, scheiße, ich habe vergessen, die Klarenburg rauszulocken. Das solltet ihr, liebe Freunde, auch machen, wenn ihr diese Taktik angreift. Oh Gott. Kein Fail, kein Fail. Elixier holen, Elixier holen, Elixier holen, Elixier holen, Elixier holen, Elixier holen. Oh, verschissen, verschissen. Los, Helden, ihr packt das. Wer macht das? Los, Barbarenkönig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht ganz schlimm aus, das sieht ganz schlimm aus. Ey, das Elixier haben wir bekommen. Like a Boss. Aber was jetzt noch haben will, ist ein bisschen Gold. Also ich 50% haben wir auch geschafft. Also wenn man höhere Lakaien hat, dann ist diese Taktik natürlich sinnvoller. Meine Lakaien sind wirklich sehr niedrig. Sehr, sehr niedrig. Oh, jetzt wollen wir noch ein bisschen Dunkles. Kann ich auch gebrauchen für meine Lakaien Level 4. Und ich auch bald starten. Ja, 54% des Elixier haben bekommen. Das Gold. Ah, leider nicht, aber was soll man machen? Man kann ja nicht alles haben. Ich habe auch ein bisschen verschissen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber am PC anzugreifen ohne Multitouch, ey, das ist so. Auf meinem Handy kann ich nicht aufnehmen, da man das Handy ja routen muss und das vielleicht nicht machen, da das Handy ja kaputt gehen kann. Aber 157.000 Elixier und 90.000 Gold. Kann ich mit leben, also ich habe keinen Verlust gemacht. Warte, 30.000, 60.000, 36.000, 96.000, ich habe keinen Verlust gemacht, nein. Aber auch nicht viel Plus, aber naja, was soll man machen, ne? Ja, was können wir in der Folge jetzt noch machen? Wir können uns noch ein paar Angriffe ansehen. Ja, hier zum Beispiel von Kimolk, der Kvoss. Okay. Kann ja sein, dass das ein Tippfehler war. Ein Kumpel von mir, der wollte sich auch Messi nennen, aber der hieß dann nur Mess. Also das war ein bisschen bitter. Ja, das ist kein Standardangriff, muss ich sagen. Das alles ist ja in den Lagern drin. Mal gucken. Oh, das leckt immer, wenn man mit Barchi angreift und auf vierfache Geschwindigkeit macht. Ja, mach ich einfach nur die zweifache Geschwindigkeit. Er hat ein bisschen weggeblitzt. Aber viel Beute hat er jetzt auch nicht hier geholt. Ja, das ist nun mal das Problem bei der Taktik. Man kann nur Gegner angreifen, wo der ganze Loot in den Minen und Sammlern drin ist. Mehr kann man auch nicht angreifen. Das ist das Problem. Aber ja, solche Gegner eignen sich perfekt für Riesen und Heilzaubern oder Heilern. Hat hier noch während Angriff hier deine Mama 2025. 250k Gold und 223k Elixier. Ja, das ist ganz ordentlich. Oh, der höchste Loot, den ich je hatte, war 450k vom Bein. 450, oh ja, da war ich stolz drauf. Aber ich habe mal einen gesehen. Ich konnte ihn aber nicht angreifen, da der viel zu stark war. Das war ein Rathauslevel. So ein Drachenangriff. Welcher normale Mensch greift einen Drachen an? Egal. Auf jeden Fall habe ich einen gesehen mit 1 Million von beidem, aber ich konnte ihn nicht angreifen, da er Rathauslevel 10 war. Die Minen und Sammler waren alle drinne. Und seine Verteidigung waren auf Max. Also da wollte ich auch gar nicht erst probieren, mit Barsch anzugreifen, da ich einfach nicht viel reißen konnte. Ich hatte, glaube ich, 6000 Dunkles. Ja, ja, das war echt geil. Aber ich konnte ihn halt nicht angreifen. Das fand ich richtig schade. Aber ich habe einen Screenshot davon gemacht. Kann ich euch ja irgendwann zeigen, auf Nachfrage. Ja. Achso, wir können zweifache Geschwindigkeit machen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, 100% mit dem Drachenangriff hier ist ja relativ klar. Aber lieber deine Mama 2025. Wieso greifst du mit Drachen an? Ich meine, normale Menschen greifen nur mit Drachen und CW an. Also, keine Ahnung. Ja, trotzdem hast du es gut gemacht. Naja, das war auch. Mit Drachen kann man so ein Dorf eigentlich nur zerficken. Läuft. So, gibt es hier noch weitere Angriffe? Ja, von X. Fisi auf einem Koreaner. Ich meine, das sind koreanische Schriftzeichen. Ja, auch
ein relativ guter Angriff. Pinin und Sander waren ein bisschen geleert, wahrscheinlich von einem anderen. War, ist wieder ein inaktiver Spieler und der PC leckt wieder mal. Da das bei Barsch immer so ist, wenn man so viele Truppen setzt, ja. Aber hast anscheinend alles gut bekommen, ne? Ich glaube schon. Ja, ist gut gemacht. Das sind halt solche Standardangriffe, ja, also. Ich meine, wer greift schon solche... Oh, what the fuck base, geil. Naja, eine richtige what the fuck base ist das nicht, da der gerade erst Rathaus Level 6 ist. Jetzt Rathaus Level 8 wäre, ne? Er ist sofort what the fuck base. Sag mal, wie viel Loot gab's am Anfang? Wieso hast du den angegriffen? Lohnt sich doch nicht so richtig, oder? Du bist jetzt Rathaus Level 7, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Rathaus Level 7, glaube ich. Warte, gucken wir uns gleich einfach mal an. Besuch mit Tobias auch mal. So kleine Besuchsfolge, so in unserem Clan. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch reinkommen, wenn ihr Level 60 seid und Level 5 Truppen habt. Ne, Rathaus Level 8 sogar. Da weiß ich nicht, wieso du den angegriffen hast. Vielleicht nur für die Aufnahme, dass du vielleicht kommt ein Angriff rein und er ist wirklich damit reingekommen. Ja. Haben wir noch einen Angriff? Die Folge soll heute ein bisschen länger werden. Oha, viel Dunkles bekommen. Okay, gucken wir uns mal an, wie viel Dunkles du bekommen hast. 3600. Uiuiui, er hätte sich auch angegriffen. Boah, die Inferno-Türme sind leer, X-Bögen auch leer. Das ist bestimmt so ein Gemmer, das ist eine richtige What the fuck Base, ey. X-Bögen Level 4 und Mauern Level 4, also... Und hier eine Mauer Level 10. Bogi-Queen Level 16, yo, wahrscheinlich, ne? Wo ist der Barbarenkönig? Ja, Level 16, yo, wahrscheinlich, ne? Ich spule mir mal ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht. Was Meister an Loot hast du ja bekommen, ne? Ja, 220k, nur das Elixier hast du nicht so bekommen. 3600 Dunkles, Junge. Hast du gut gemacht. Gucken wir uns noch den Angriff von seiner Mama an. Boah, wie viele Angriffe wir diese Folge jetzt zeigen. Loot und Bronze 1. Ja. Ja, ist auch wieder so ein Standardangriff. Okay, kehre zurück, damit du dir die Wiederholung ansehen kannst, okay. Loot in Bronze 1. Ja, das ist möglich. Ja, das ist eigentlich relativ ordentlich. Ja, den gucke ich mir jetzt nicht an, weil wir alle wissen, wie es verläuft. Hier mit 100%. Doppelmauer kann ich nicht empfehlen, okay. Was machen wir CW? Ja, wäre eine gute TR. Greed Base, keine Ahnung. CW. Kein Plan. Wer will sucht werden? Mache gerade die Aufnahme. Seid schon sucht. Sucht außer Kimolk. Kimolk. Ich werde dich jetzt besuchen. Lol, wann kommt die Folge denn? Später. Profil. Level 45, ja, das ist ein Kumpel von Augustin, glaube ich. Weiß nicht, habe ich nicht so richtig mitbekommen. Rathaus Level 7. Jo, was kann man zu dieser Base sagen? Die Bomben hier nebenan, die bringen eigentlich nichts. Das soll jetzt keine Kritik sein. Ja, eigentlich ist das eine Kritik. Kritik kann aber auch positiv sein, ne? Haben es mal Lehrer erklärt. Yay. Ja, also, wenn hier ein Mauerbrecher oder so ist, dann explodieren alle und das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, was würde ich sagen? Ich würde den Magierturm mit dem Barbarenkönig tauschen, damit der Magierturm hier ein Lager abdeckt. Ja, das Rad ist, das kann ruhig außen stehen bleiben. Was gut ist, ist, dass die Klamburg drin steht. Ja, dunkles mit Rad Level 7 kriegt man richtig schwer, deswegen ist es auch nicht so wichtig und du hast auch 0. Das ist wegen, ne? Ja, also die Minenwerfer stehen relativ gut, aber was ich ihm tauschen würde, Der gefällt mir da nicht so. Der steht mir ein bisschen weit so aus und die Doppelmauern würde ich dir auch nicht empfehlen, wegen wenn man einen Mauerbrecher macht, dann sind die Mauern noch schon durch. Ich glaube, ich mache dann demnächst mal so eine Folge mit Rathaus Level 7 Farming Bases. Ach, da habe ich schon überhaupt eine mit Rathaus Level 8 gemacht. Ja, so eine halbe, da habe ich nur eine vorgestellt, aber wir können auch nochmal eine Rathaus Level 8 Trophy. Nee, nicht Trophy, Farming Base Folge machen. Ja, also. Wieso werden mir hier die Nachrichten nicht angezeigt? Ist ja voll lol. Später würde noch nicht besucht. Also hast du uns in der Aufnahme besucht, haben so verwirrt. David hast du mich besucht. Ja, alle wurden besucht. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann noch für die heutige Folge. Die ist ja länger geworden. Augustin hat sich ja darum beschwert, dass die Folge immer kurz war, aber heute ist sie länger geworden. Aber ich will ja, also ich habe damals auch immer die YouTuber kritisiert, die nur kurze Folgen gemacht haben, aber dann habe ich gesehen, was es für eine Arbeit ist, so lang wie, langes Video zu machen. Allein schon, wenn man es hochladen will, dauert es Jahre. Naja, ich habe eine 16.000er Leitung, das geht eigentlich. So standardmäßig, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch nicht immer Zeit. Zum Beispiel montags habe ich bis 3:30 Schule und da muss ich nur zwei Videos rausbringen und das ist dann auch eine Arbeit. Und ich habe ja auch noch ein Privatleben, also, ja. Ja, also ich versuche meine Videos länger zu machen, aber ich kann es nicht versprechen. Ja, ich würde mal sagen, das war es dann auch heute für die heutige Folge, ja, für die heutige Folge. Ciao.